Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mitglieder. Wir haben heute die Martina zu Gast, die ist bei uns in der Challenge. Und wie geht's dir heute? Super. Sagen alle. Allen geht's super, sehr schön. Ja, bis auf das Wetter. Aber ja, soll jetzt wieder richtig gut werden, ne? Ja, das Wetter. Ja. Warum hast du dich damals entschieden, an der Challenge teilzunehmen? Ich wurde von den Trainern hier angesprochen. Und die haben mich gefragt und gesagt, was Neues, mal eine Challenge machen, hast du da Bock mitzumachen? Mich da ein bisschen drüber informieren können. Und ich habe gesagt, ja, das könnte wieder was für mich sein, um wieder reinzukommen. Reinzukommen heißt, die Motivation hat ein bisschen gefehlt. Die Motivation wieder zu finden, genau. Und wieder Spaß dabei zu haben. Hat dir das Training alleine nicht so viel Spaß gemacht? Nee, ich hatte zwar den einen oder anderen Trainingsplan, aber der Funke ist nicht übergegangen, sag ich jetzt einfach mal jetzt. Und durch die Challenge, durch das Miteinander, man hat auch neue Leute kennengelernt, dieses Miteinander und angefeuert werden, das hat den Kick gegeben. Also die Gruppendynamik und Motivation ist schon entscheidend bei der Challenge, finde ich jetzt. Was ich sehen kann, dass man in den WhatsApp-Gruppen, die wir ja auch haben, für jede Gruppe, die wir haben, dass man dadurch auch motiviert wird, neue Freundschaften bekommt oder Bekanntschaften und sich auch so zum Training verabreden kann. Genau. Ja, das ist das, was einen dann mitzieht. Wie hast du dich vor der Challenge gefühlt und wie fühlst du dich jetzt? Vor der Challenge, nicht so motiviert. Ich sag mal, die Challenge hat mir jetzt diese nötige Power zu geben, auch durchzuhalten. Also wie gesagt, ich habe nicht einen einzigen Tag. Ja. Warst immer da, ne? Ich war immer da, immer anwesend und hab jetzt viel mehr Power, fühle mich besser. Was macht dir am meisten Spaß an der Challenge allgemein und am Training? Das Miteinander. Das Miteinander ist das Schöne. Wir haben eine ziemlich coole Truppe. Und ja, ich habe an diesem CrossFit eigentlich, das ist das, was Spaß macht. Nicht nur diese Geräte, diese stumpfe Schieben von irgendwelchen Gewichten, sondern auch dieses freihändige ein bisschen zu arbeiten, das macht mega Spaß. Dieses funktionelle Training, dass man sagt, wir machen jetzt Ganzkörpertraining mit verschiedenen Methoden, haben Cardio mit drin, also das, dass man viel Abwechslung auch hat. Ja. Ja, das sagen die meisten, dass es halt viel mehr Spaß macht als stumpfes Training an den Geräten. Ne? Wie würdest du einen Fremden davon überzeugen, an der Challenge teilzunehmen? Man muss es erleben. Das ist hier ein Feeling. Die Gruppendynamik ist klasse. Das macht einfach Spaß, man sieht relativ schnell die Erfolge. Es geht gar nicht anders. Man muss es einfach erlebt haben. Ich könnte es sonst gar keiner sagen. Ich würde sagen, mach einfach mit, zieh dir deine Sachen an, mach mit, sei dabei. Und das ist so das Abschlusswort, ne? Mach einfach mit, oder? Genau. Sei dabei. Ich danke dir, dass du da warst, Martina. Und wir gehen jetzt nochmal zwei, drei Übungen machen. Hier ist noch ein cooles Action-Video. Danke dir.